Hallo Leute, ihr wisst, dass ich bad bin in Fortnite. Ich bin bad. Ich bin ultra, ultra bad in diesem Game. Aber es wird sich etwas ändern. Es wird sich jetzt etwas ändern und ich werde mich jetzt zum ultimativen Fortnite Tryhard transformieren. Denn ich habe ein Tool, meine Freunde. Ein Tool, was so mächtig ist, was es mir ermöglicht, ganz an die Spitze der Fortnite-Liga aufzusteigen. Aber jetzt erstmal Tryhard Transformation. Yeah! Genau. Was tue ich hier? Okay, meine Freunde, Tryhard Transformation abgeschlossen. Wir haben Peely, ich habe einen Fortnite Wasserbeutel, damit ich hydrated bleibe. Water Boys. Dann habe ich hier meine Fortnite World Cup Tasche, Alter. Meine Fortnite Socken, Junge. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht, meine Freunde. Und deshalb habe ich dieses unglaublich ominöse Paket aus Litauen bekommen. Aus Litauen, meine Freunde. Und wisst ihr, was ich dafür machen musste? Ich musste 200 Euro zahlen und irgendeinem Fremden im Internet Bilder von meinen Händen schicken und die Maße meiner Hände. Ich habe meine Hände ausgemessen und das irgendeinem fremden Typen in Litauen geschickt. Und jetzt ist es endlich da. Meine Freunde, wir kommen zur großen Enthüllung. Es ist unglaublich geil. Marshmallows aus Litauen, Alter. Es ist dieses wunderschöne Ding hier, meine Freunde. Ich habe mir eine Claw bestellt. Ich bin ehrlich, ich habe es bei einem anderen YouTuber gesehen. Shoutout geht an der Stelle raus an Beaks. Pili, du, dir geht's gut, oder? Sehr schön. Und ja, ich habe mir eine Azeron Claw bestellt. Und dieses Ding ist ein einzigartiger Controller. Ein einzigartiger Controller deshalb. Und zwar ist dieses Ding so einzigartig, weil es wirklich handgemacht und 3D-printed auf den jeweilig einzelnen Nutzer angepasst wurde, meine Freunde. Das heißt, ich habe wirklich meine Hände ausgemessen, habe dem Kerl die Maße meiner Hände geschickt und dementsprechend dann diese Controller, diese Tastatur, ja, dieses weirde Ding bekommen. Jetzt erstmal ganz kurz die Frage, ihr schaut euch das an und fragt euch, what the f*** is that? Wir haben folgendes System. Ich lege meine Hand hier oben drauf, meine Freunde, kann hier die Finger beliebig groß einstellen und habe hiermit quasi mein Movement. Dieser Joystick ermöglicht mir das Movement, ersetzt quasi WASD. Dann habe ich hier noch einen Daumentrigger, den ich in der Größe theoretisch sogar noch feststellen kann. Das heißt, ich kann den hier hin machen oder noch ein bisschen stärker. Hier unten ist eine kleine Feststellmöglichkeit drin. Das heißt, ich kann das einfach festschrauben. Ich habe pro Finger nicht eins, nicht zwei, nicht drei, sondern bis zu fünf Möglichkeiten, am Zeigefinger sogar sechs Möglichkeiten, verschiedene Tastenkombinationen zu belegen. Ist in dem Sinne vollkommen OP, weil ich tatsächlich auf der Tastatur ja unglaublich weit mit meinen Fingern hin und her jumpen muss, was ich hier tatsächlich nicht muss. Ich habe mir jetzt folgende... Pili, es tut mir leid, aber du störst mich gerade. Bitte setz dich hier rein und entspann dich einfach ganz kurz. Hab eine gute Zeit, Alter, ja. Und zwar habe ich mir folgendes überlegt, meine Freunde. Ich dachte mir, ich werde jetzt tatsächlich das erste Mal dieses Ding hier anschließen, meine Keybinds festlegen und dann mal schauen, wie ich mit diesem Ding hier klarkomme. Grundlegend ist es eigentlich gar nicht so verschieden von der Tastatur, weil ich habe immer noch ganz normale Trigger, die ihr hier hören könnt. Also das ist wie ein Mausklickgerät. Es ist quasi wie ein Mausklicken, nur irgendwie ist es halt wie eine Maus, nur als Tastatur. Also ganz, ganz weird irgendwie, keine Ahnung. Richtig. Grundlegend soll dieses Ding komplett meine Tastatur ersetzen. Das heißt, ich habe keine Tastatur mehr, ich bewege mich nur noch mit diesem Ding. Springen werde ich hier vorne mit, editieren und andere Sachen werde ich dann hier mit, wie gesagt. Ich brauche einen Edit-Key, ich brauche eine Wand, eine Treppe, eine Pyramide, einen Boden, ich brauche einen Benutzen-Key und ich brauche auf jeden Fall ganz wichtig den Emote-Key. Das heißt, es sind ungefähr 7 Tasten, die ich vergeben muss. Ich glaube, ich habe hier über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ich glaube, es sind insgesamt 24 Tasten, die ich hier belegen kann. Das sollte gerade so reichen. Ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen jetzt erstmal rüber und schließen das Ding mal an. Und dann schauen wir mal, was das Teil in-game so kann. Bevor jetzt alle Leute in die Kommentare schreiben, es hat zwar einen Joystick, aber es gibt mir keinen Aim Assist. Das wäre zu OP. Ganz wichtig an der Stelle, meine Freunde, ist, ich habe das Ding jetzt mal angeschlossen, dass wir jetzt erstmal hingehen, quasi herausfinden, was ist eigentlich für mich ein schöner Fingerabstand. Denn wenn ich das Ding jetzt quasi hier so habe, ja, dann seht ihr schon, das geht zwar, aber ist super, super unangenehm. Ich habe hier die Möglichkeit, das Ding so einzustellen, wie ich möchte. Ich kann tatsächlich sogar, wenn das mir hier noch zu kurz ist, kann ich sogar hier unten die noch rausschrauben und das Ding hier noch ein bisschen weiter nach vorne bzw. weiter nach hinten machen. Aber das ist schon so eingestellt. Nur wenn ich wollen würde, kann ich, wie gesagt, hier die Schraube lösen und diesen Schlitten hier nach vorne
vorne oder nach hinten schieben, sodass ich quasi, wenn ich jetzt halt nur so einen Finger hätte, dass das dieses Ding dann quasi hier sitzt. Eigentlich ganz nice. Jetzt kommt es aber erstmal darauf an, was ist für mich eigentlich ein nicer Abstand für meine Finger. Wie gesagt, das ist eine komplett neue Sache für mich. Also erwartet gleich nicht allzu viel von mir. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert und wie das läuft. Vielleicht fühle ich mich direkt super wohl damit. Vielleicht komme ich gar nicht klar damit. Keine Ahnung. Das wird sich jetzt gleich zeigen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein neuer Controller, weil wenn man ja so gut ist wie ich, dass so ein Teil natürlich dann auch irgendwie eine Challenge nochmal darstellt für mich. Diese beiden oberen, beziehungsweise diese vier oberen Tasten hier, werde ich wahrscheinlich gar nicht großartig nutzen können. All die, weil ich mich damit einfach nicht wohlfühle, hier eventuell verschiedenste Interaktionen irgendwie mal abzubrechen. Es ist wie gesagt nicht das krass hochwertigste Produkt, muss ich schon mal ganz von Anfang an sagen. Es ist auf jeden Fall ziemlich nice, aber man sieht halt, dass es wirklich nicht aus einer industriellen Fabrikation kommt, sondern einfach custom-made in einem 3D-Printer erstellt worden ist. Das merkt man dem Produkt tatsächlich auch an. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich ziehe mir die noch ein kleines bisschen nach vorne. Das ist halt tatsächlich ganz geil. Wie gesagt, ich kann das hier komplett verstellen, wie ihr seht. Und das ist eigentlich schon echt nice, dass ich das wirklich so einstellen kann, dass ich keinen Krampf bekomme. Ich bin mir sicher, dass es wahrscheinlich echt eine lange Zeit braucht, bis ich da das perfekte Ding für mich gefunden habe. Aber ich merke zum Beispiel jetzt schon im Mittelfinger, dass hier die Sehne ein bisschen spannt, weil ich einfach dazu neige, den Finger ein bisschen weit nach vorne zu ziehen. Deshalb gehen wir damit auf jeden Fall nochmal ein kleines bisschen zurück. Das ist so verrückt, dieses Teil. Aber eigentlich ist es ein so logischer Schritt, sowas zu entwickeln, oder? Wenn wir mal ehrlich sind, meine Freunde, das Tastatur mag ja sinnig sein im Büro, aber eigentlich ist doch fürs Gaming, also das ist doch der next big step hier, oder? Das ist wie in so... Normalerweise, also das ist wirklich wie aus einem Raumschiff tatsächlich. Wie in so VR-Handschuhen schon. Richtig, genau. Und ich kann halt, ich fühle mich hier direkt tatsächlich deutlich wohler mit, als mit der Tastatur. Also versteht mich nicht falsch, ich weiß nicht, wie es in-game ist, aber es fühlt sich sehr viel natürlicher an, als auf einem flachen Keypad zu drücken. Ich glaube, wenn ich diesen Schraubenzieher verliere, dann bin ich gearscht. Okay, gut. Ich würde sagen, ich habe es mir jetzt soweit eingerichtet und es fühlt sich ganz neat an. Ich bin jetzt hier tatsächlich gerade in meinem Account drinne. So, was ich jetzt mache, meine Freunde, ist tatsächlich schauen, wie ich das jetzt hier belege. Und zwar kann ich jetzt hier, wie ihr sehen könnt, theoretisch mit schreiben. Also ich glaube, wenn ich das jetzt in Word mal ganz kurz hier öffne, könnte ich jetzt mit diesen wunderschönen Dingern hier mich bewegen. Ihr seht hier unten meine Mausbewegung tatsächlich, also mein WASD. Ja? Und wenn ich jetzt sicherlich Word öffne, müsste der eigentlich auch erkennen, dass ich hier schreibe. Ihr seht das hier, meine Freunde. Wenn ich jetzt hier diese Taste ziehe, dann kann ich jetzt hier quasi ähnlich wie mit einer Tastatur mit einem übersetzten Eingabegerät auch hier W, also ihr seht die W-Comments, ihr seht die A-Comments, ihr seht die 7 tatsächlich, wenn ich ganz durchziehe. Also ihr kann jetzt hier theoretisch halt, wenn ich wollen würde, könnte ich damit auch schreiben. Ultra umständlich, da ist eine Tastatur auf jeden Fall viel geiler. Aber so funktioniert das Ganze quasi. Das heißt, es übersetzt quasi letztendlich nur meine Befehle von der Tastatur in das, was ich bei Fortnite eigentlich schon gespeichert habe. Das heißt, ich muss meine Keybinds gar nicht ändern und dann kann das hier alles in diesem Profil intern umstellen. Und das ist nice. Ich habe jetzt gerade in einem anderen Fenster, habe ich Fortnite offen, meine Freunde. So, WASD bleibt auf jeden Fall gleich, macht ja Sinn. Das kann ich jetzt hiermit quasi machen. Wichtig aber für mich ist natürlich springen. Oh, das hier ist auch nochmal kompletter Trigger, den ich hier habe. Das heißt, dieser kleine Joystick hier oben, meine Freunde, guck mal hier. Dieser kleine Joystick hier, meine Freunde, ist nochmal ein kompletter 5-Sensor-Trigger. Das heißt, ich habe einmal Push in der Mitte, ich habe links, rechts, oben, unten. Okay, interessant. Gehen wir mal durch die einzelnen Finger durch. Ich würde fast schon sagen, dass dieses Ding hier auf jeden Fall meine Leertaste sein soll. Das heißt, ich kann da tatsächlich jetzt sagen, Space, Sprinten an der Stelle, meine Freunde, würde ich tatsächlich direkt daneben machen. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal diese beiden Dinger verankert. So, diese beiden Knöpfe sind schon mal weg für mein Movement. Ducken ist bei mir bei Fortnite tatsächlich linkes STRG. Ihr seht hier springen, das hier ist sprinten, das hier ist ducken und das hier ist nachladen. Soweit also so easy. Ich habe jetzt quasi hier bearbeiten drauf. Hier habe ich dann mein Benutzen und hier habe ich dann mein Springen. Okay, das ist quasi mein ganzer Movement-Sektor. Hier habe ich dann quasi meine ganzen Builds drauf und hier reparieren und meine Falle. So, ich würde sagen, wir probieren das mit den Waffenslots später nochmal aus. Und dann gehen jetzt erstmal hin und schauen uns erstmal ganz kurz an, wie das Ding hier in-game eigentlich funktioniert. Ich würde sagen, wir wechseln mal ganz kurz sofort darüber, meine Freunde. Gehen einfach erstmal in die Spielwiese und schauen uns dann mal weiter um. Wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich mit diesem Ding spiele und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich würde sagen, auf geht's, Alter. Lost Revi Easter. Das Schöne bei dem Joypad ist tatsächlich, meine Freunde, ich habe nicht nur W, A, S und D, sondern ich habe quasi halt 8 freie Richtungen, die ich mich bewegen kann. Das heißt, ich bin vom Movement her deutlich uneingeschränkt, beziehungsweise nicht nur 8 Richtungen, sondern das deutlich, deutlich mehr sogar als 8. Dann würde ich sagen, ich move jetzt mal hiermit hin und her und schaue es mal generell, wie es damit aussieht, ey. Okay, sprinten läuft auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall schon sagen, dass ich den Daumen schon mal komplett anders einstellen muss wahrscheinlich. Also sprinten funktioniert tatsächlich, jumpen auch. Crouchen funktioniert, nachladen und beziehungsweise gerade rotieren funktioniert. Okay, ich würde sagen, Leute, wir gehen mal ganz kurz, also klar, meine Treppen und sowas, das ist ja alles noch ganz normal. Okay, gut, wir bewegen uns jetzt erstmal mit diesem Joystick. Allein das ist schon echt weird für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, Alter. Aber ich würde sagen, wir öffnen das Ding mal und gehen nach Tilted. So, wir landen erstmal in Tilted. Ich glaube, wir sind noch irgendwo andere Spieler. Ich habe gerade gar keinen Bock da drauf. Also klar, ihr seht es auf jeden Fall. Mein Movement hängt natürlich immer noch von meiner Maus ab. Das ist halt so sprinte ich jetzt quasi nach vorne.
So ducke ich mich. Okay, nice, nice. Also das ist halt krass. Die Reaktionsfeind von dem Ding ist halt wirklich echt stark. So, bauen ist ganz normal geblieben. Aber der Rest ist natürlich jetzt komplett anders. So, wenn ich jetzt einen Boden bauen möchte, dann drücke ich... Moment mal, das ist ja falsch hier, Alter. Da ist aber irgendwas nicht richtig. Also theoretisch kann ich jetzt hiermit meine Cone und hiermit meinen Boden. Cone, Boden, okay. Und mal gucken, ob ich hier 90s hinbekomme. Ja... Ja, wenn ich jetzt durchsprinte, könnte das sogar schon funktionieren tatsächlich. Aber es ist halt wirklich für mich echt gerade eine geisteskranke Umstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber eigentlich echt interessant. Also interessantes Konzept auf jeden Fall. So, Triple Layer, das ist kein Problem. So, wenn ich jetzt hier bearbeite. Ich muss halt ein bisschen schauen, oh mein Gott, dass ich mir die richtigen Layer halt auf mich aussuche. Okay, Leute, das ist wirklich schwieriger, als ich gedacht habe tatsächlich. Also es ist keine absolute Wunderwaffe. Aber es kann tatsächlich vielleicht doch ganz gut funktionieren. Also klar, gerade vom Movement her bin ich ein absoluter Bot. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar, wenn man das erste Mal so ein Ding in die Hand nimmt. Ich glaube, das ist die gleiche Lernkurve, die man auch am Anfang bei Fortnite hat. Ja, es fühlt sich gar nicht so fremd an, dass er hat ein bisschen was von einem PlayStation-Controller, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, wie gesagt, mein Building ist gerade Trash so. Aber irgendwie fühlt es sich doch tatsächlich deutlich, deutlich natürlicher an, als halt tatsächlich bei einer Tastatur. So, aber wenn ich jetzt hier quasi editen möchte... Also das klappt vielleicht schon mal tatsächlich. Also da müsste ich halt noch Mouse-Rad Reset irgendwie drin haben. Dann kann ich nämlich hier mit Mouse-Rad Reset halt auch arbeiten. Mein größtes Problem ist bei dieser Geschichte, meine Freunde, ich weiß halt wirklich nicht, wohin mit meinen komischen Item-Slots-Knöpfen. Weil die sind natürlich unabdingbar, weil ich auch immer wieder aus dem Baumenü irgendwie zurückwechseln muss. Der ganze andere Kram ist, wie gesagt, machbar. Das Ding ist, ich habe jetzt halt auch das Problem, dass ich gerade mit der Koordination echt am Struggeln bin. Weil ich halt gerade theoretisch zwei Mäuse in der Hand habe, was sich sehr, sehr seltsam abfühlt. Aber ich muss jetzt schon sagen, der Joystick geht mir auf jeden Fall schon mal richtig gut rein. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Also der bockt auf jeden Fall. Man merkt auf jeden Fall über die Zeit, dass es ein wenig Eingewöhnungssache ist, aber es dann tatsächlich ganz gut geht. Und das ist dann an der Stelle. Everybody go to the disco. Ich weiß jetzt nicht, warum dieses Kind jetzt mit mir redet, Leute. Ich habe keine Ahnung. Boah, das ist echt schwierig, Mann. Das ist wirklich schwierig. Okay, gut. Gut, gehen wir mal ganz kurz auf eine Waffe und schauen mal ganz kurz, wie das aimmäßig aussieht. Meine 1 war... Das ist mein Escape. Ich bin echt lost. Erstmal einen Busch anziehen, Alter. Erstmal einen Busch anziehen, damit der Hase läuft. So, wo hängen da solche Bots rum? Kann man das irgendwo auf der Map sehen? Okay, Leute, ich fühle mich gerade wirklich wie der größte Fortnite-Bot, Alter. Ja, gut, Leute, was soll ich sagen? Ich bin wieder gestorben. Es ist wirklich echt schwierig. Ich glaube, die größte Schwierigkeit, die ich damit gerade habe, ist nicht mal das allgemeine Movement, sondern tatsächlich zu schauen, wohin packe ich meine Waffenslots, weil das habe ich irgendwie für mich noch nicht gefunden. So. Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Okay, Fahrzeuge ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Oh mein Gott, Alter. Das Ding ist, ich habe auch nie wirklich PlayStation gespielt. Ich glaube, für einen PlayStation-Spieler, der sich die Frage stellt, Tastatur oder Controller, ist, glaube ich, das hier genau das Richtige. Aber für mich, für jemanden, der komplett von Tastatur kommt, ist das wirklich schwierig. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob ich das hinbekomme. Absolut nicht. Nachladen. Also, mein Movement sieht sehr bottig aus, ne? Immerhin ein Hit, Leute. Immerhin ein Hit. Wenn ich eine Pumpgun gehabt hätte. Oh, Maler meint es auf jeden Fall wirklich ernst. Schaut ihn euch an, Leute. Ja, Marlon. An der Stelle, Grüße gehen raus an deine Eltern. Du hast scheinbar noch nie in deinem Leben Fortnite gespielt, Kollege. Oh, Marlon ist sauer, Leute. Achtung, Achtung, Achtung. Marlon war gerade sauer, Leute. Habt ihr ihn gesehen? Marlon war sauer. Aber ich glaube, mit ein bisschen Practice kommt man doch tatsächlich gut rein. Kurzes Fazit zu dem Ganzen, meine Freunde. Ich würde sagen, ich stehe jetzt komplett am Anfang damit. Und bauen, eher schwierig. Aimen, ja, funktioniert. Für Marlon hat es auf jeden Fall gereicht. Ja, ich glaube, ich werde mich mit diesem Ding mal eine Woche lang beschäftigen. Oder vielleicht sogar 2 Wochen. Und dann werde ich dann nochmal das nächste Video dazu hochladen. Ich glaube, ich muss meine richtigen Keybinds auch finden. Alles im Allen kann ich aber ganz ehrlich sagen, dass die Software, so wie die Fertigung dieses Dings, und ich kriege dafür kein Geld, ich sage das aus freien Stücken, eine richtig, richtig arschgeile Nummer ist. Die Dinger sind leider immer ausverkauft. Es dauert, glaube ich, gerade 6 Monate, bis man eins bekommt. Freut euch schon mal aufs Warten, falls ihr euch so ein Ding bestellt. Kostet, glaube ich, um die 200 Euro. Ich habe das Azeron Classic Keypad bestellt, meine Freunde. Nee, das gar nicht. Das Azeron Classic Keypad. Doch, das Azeron Classic Keypad für 120 Euro. 26 mechanische Tasten plus halt diesen kleinen Joystick hier nochmal an der Seite. Richtig, richtig nice Geschichte. Ist auf eine Stahlplatte montiert. Sind leider, wie gesagt, momentan ausverkauft. Das heißt, es dauert um die 2 bis 3 Monate, bis das Ding ankommt. Weil die haben unglaublich viele Anfragen bekommen. Ich muss ehrlich sagen, Leute, es ist eine echt interessante Geschichte.
Geschichte und ich glaube, dass wenn man das ein bisschen trainiert als Tastaturspieler, dann könnte das ganz gut funktionieren. Leute, ich würde sagen, ich bin damit für heute raus. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Teil 2 sehen wollt, dann möchte ich hier auf jeden Fall auf dieses Video die 50.000 bis 70.000 Likes mindestens drauf haben an der Stelle. Ja? Und dann sind wir bis dahin raus. Ich bin mal gespannt, was ich und das Azeroth Keypad hier noch gemeinsam reißen. Die Claw und ich sind damit durch, meine Freunde. Das war's von diesem wunderschönen Video. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.